Einen wunderschönen Mittwochmorgen. Oho, haha. Die Zahl, die kenne ich doch schon. Ach Leute, nichts Neues im Westen. Nee, wie heißt denn? Im Westen nichts Neues, ne? Heißt das so? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe so ein bisschen Schnupfen, glaube ich. Das hustet hier sowieso rum. Naja, schauen wir mal, ob ich verschont bleibe. Sind hier gerade ziemlich viele erkältet, ne? Morgen, morgen, ich bin schon los und es sind minus 11,5 Grad. Das haben wir wirklich selten hier bei uns in den nördischen, nordischen Breitengraden. Komisch, aber ist so. Wahnsinn. Oh, 12 Grad minus. Oh, noch ein bisschen mehr. Meine charmante Kollegin, mit der ich jetzt gerade fahre, die jetzt hier auch gerade die Kamera hält, hat mir eine Butterbreze mitgebracht und das ist jetzt mein Frühstück. Danke, danke, das finde ich richtig super. Guten Appetit. Danke. Das ist doch hier der Oberknaller, oder? Weil da so ein großer Stau ist auf der A7 Richtung Hannover, müssen wir jetzt hier übers Land. Und es ist so schön, es ist so wunderschön hier gerade. Ich finde das richtig toll. Wir fahren hier durch verschneite Landschaften. Es ist eigentlich Mittag und ich habe Hunger. Die eine Brezel hat vorhin irgendwie überhaupt gar nicht so genutzt. Und es gibt hier zerbombtes Huhn mit Couscous und so verschiedene Salatgedöns. Und als Nachtisch, das finde ich ja jetzt gerade ganz großartig, hier so ein roter Glibber. Aber wir sind gerade mittendrin hier im Training und ich habe jetzt eine Joghurtette gekriegt und die muss ich jetzt leider essen. Tanja, verzeih mir. Und ich habe sie nicht gegessen, sie ist einfach weg. Ich habe hier sehr, sehr nette Kolleginnen und Kollegen. Wo ist sie denn? Da! Sie wurde mir geklaut. Also ich esse sie jetzt doch nicht. Tanja, guck mal. Also hier sind echt Wachhunde. Nee. Wir haben fertig für heute. So, und jetzt fahre ich noch zu einer Freundin, die wohnt hier nämlich in der Nähe. Und bis ich da bin, dauert das noch ein ganz schöner Tacken. Und deswegen habe ich mir jetzt hier was zu essen mitgenommen. Das ist noch ein Brötchen mit Käse und ein Brötchen mit Ei. Das hat, glaube ich, ganz schön viel Kalorien, ne? Uiuiui. Soll ich das essen? Weil ich glaube, meine Freundin hat nämlich auch noch Armbrot gemacht. Ach, Scheißendreck. Was tun? Guckt euch das an, was es hier gibt. Sie hat Spaghetti Bolognese gemacht. Ist das toll. Dankeschön. Leute, das geht doch jetzt so nicht. Das werde ich doch... Guckt euch das doch mal an. Eine Quarkspeise. Ich meine, das ist natürlich super, aber das wird heute wieder viel zu viel Kalorien sein. Oh, ist das kalt. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg. Das ist so spooky. Ich setze mich ins Auto und mein Google Maps in meinem Handy hier sagt mir, es ist wenig Verkehr. Bis nach Hause brauchen Sie 1 Stunde und 49 Minuten. Das ist doch echt spooky. Ich habe dem gar nicht gesagt, dass ich jetzt im Auto sitze und losfahre. Der weiß das. Oh, wir sind so gläsern und transparent. Das hatte ich doch letztens schon mal. Naja, also ich weiß jetzt, 1 Stunde 49 Minuten fahre ich jetzt mit dem Auto und dann bin ich zu Hause. Dank Google Maps weiß ich schon, der weiß es schon, bevor ich jetzt überhaupt weiß. Also das ist ja spannend. Also bevor ich überhaupt weiß, dass ich das wissen will. Irre. Ach, und übrigens, ich bin so voll gefressen. Das war so lecker. Wir haben Spaghetti Bolognese gekriegt, habe ich. Also hat sie gemacht. Oh, lecker, lecker. Und dann auch diese Quarkspeise. Oh mein Gott. Das wird nie was. So, jetzt aber los. Warum sehe ich eigentlich so ulkig aus? Weil hier irgend so ein Schatten ist. Und ich weiß gar nicht, was das für ein Schatten ist. Na, egal. Oh, ich bin endlich zu Hause. Oh, die letzten Kilometer, die waren ein bisschen anstrengend für mich. Ich sehe gar nichts, es ist so dunkel hier. Ich habe aber jetzt auch keine Lust, noch Licht anzumachen. Ich bin so müde. Ich gehe jetzt auch sofort ins Bett. Ich war noch bei der Tanke übrigens und habe mir türkischen Pfeffer, diese Lakritz-türkischen Pfeffer-Lutschbonbons geholt. Ich habe das Gefühl, dass ich Halsschmerzen kriege. Zumindest habe ich so einen ganz rauen Hals. Und ich hatte irgendwie das dringende Bedürfnis, irgendwie Lakritz zu lutschen. Ich sage gute Nacht und mach morgen hier Video und so weiter. Ich muss ins Bett. Das ist 12:30.